Der Skechers GO RUN Max Road 5 ist recht hoch aufgebaut und für einen Trainingsschuh wirklich extrem leicht. Gleichzeitig soll er aber wirklich sehr dämpfend und weich sein. Und wir haben den Schuh getestet und verraten euch heute in diesem Video, ob das wirklich stimmt. Laut Hersteller soll der Schuh vor allem dank der Hyperburst-Dämpfung so schön weich sein. Das ist der ganz Skechers-typische Dämpfungsschaum und der ist auch der Hauptgrund dafür, dass der Schuh so extrem leicht ist. In den Mustergrößen wiegt der Schuh nämlich in der Herrenversion 235 Gramm und bei den Frauen gerade mal 179 Gramm. Kostenpunkt des Schuhs liegt bei 150 Euro. Die Sprengung beträgt 6 mm, das hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht verändert. Die große Veränderung des Schuhs liegt in der Mittelsohle oder in der Aufbau der Komponenten der Mittelsohle. Hier wurde nämlich im Vergleich zum Vorgänger ein komplett neues Element verarbeitet und das hat den etwas sperrigen Namen Carbon Infused Age Plate. Wenn man genau hinhört, kann man es vielleicht schon so ein bisschen raushören, da ist Carbon mit im Spiel. Und nochmal kurz zur Erinnerung, wenn man im Deutschen von Carbon spricht, dann ist das letztendlich nichts anderes als ein Kunststoff, der mit Kohlenstofffasern verstärkt ist. Und diese Elemente haben dann eine sehr gute Energierückgewinnung und halten sehr viele Kräfte aus. Das heißt, sie nehmen die Kräfte auf und geben sie auch nach vorne wieder heraus und sollen dann dafür sorgen, dass die Energierückführung optimiert wird. Im Skechers ist eine mit Carbonfasern verstärkte Flügelplatte verarbeitet. Und wenn man den Schuh jetzt mal so ein bisschen eindreht und auswringt, dann geht das echt super einfach und man merkt eigentlich gar nicht oder es fühlt sich gar nicht so an, als wäre da eine verstärkende oder stabilisierende Platte oder diese Leisten mit drin. Und wir haben den Schuh mal ganz genau unter die Lupe genommen, besser gesagt unter das Messer. Und einer der Max Road Schuhe ist leider unserer Neugierde zum Opfer gefallen. Und wenn man den jetzt einmal so aufgeschnibbelt hat, dann kann man wirklich super gut sehen, wie hier diese beiden Leisten parallel zueinander verlaufen. Das hier ist jetzt der Vorfuß des Schuhs, wie man sieht. Und im Hinterfuß gehen die auch gar nicht mehr so weit zurück, sondern hören hier ungefähr auf. Mit so ein ganz bisschen Fantasie kann man jetzt sehen, dass diese beiden Querstreben hier auch noch verlaufen und das dann so den Buchstaben H ergibt. Deswegen der Name Carbon Infused Age Plate. Genau, und diese Flügelplatte soll den Max Road jetzt so ein bisschen stabilisieren und das Laufverhalten ein bisschen explosiver machen. Wenn man sich den Schuh jetzt nochmal einfach so von außen anguckt, dann kann man sehen, dass es aus diesem ganz klassischen Mesh-Material verbaut ist. Das ist beim Max Road ein bisschen dicker als bei anderen Schuhen. Das stabilisiert aber ganz toll, sodass das Obermaterial den Fuß gut festhält. Und zusätzlich ist der Skechers jetzt auch noch mit so kleinen Plastikapplikationen hier verbaut. Die verlaufen einmal ganz außen um den Schuh rum, jeweils an der Außensohle. Und die sollen auch nochmal dafür sorgen, dass sich der Fuß nicht lateral im Obermaterial bewegt. Die Fersenschale ist relativ schlicht verarbeitet und nicht ganz so voluminös und gepolstert wie vielleicht bei anderen Schuhen. Das ist super angenehm, so ein bisschen minimalistischer und auch die Zunge ist relativ dünn und liegt einfach ganz angenehm auf dem Fuß auf. Unterm Schuh sieht man jetzt die Goodyear Außensohle. Das ist so ein spezielles Gummi und zunächst denkt man, es ist ja gar nicht so viel von dem Material, weil das ja nur auf diesen einzelnen Compartments ist. Und dann ist es wirklich spannend beim Laufen dann mal zu sehen, gibt das wirklich die Stabilität und die Rutschfestigkeit, die man sich dann so ein bisschen erwartet. Vom Aufbau her, wie gesagt, ist der Schuh wirklich relativ hoch für einen ganz normalen Trainingsschuh. Man steht da im Vorfuß auf 32 mm und im Rückfuß auf 38 mm. Und man kennt das ja eigentlich so ein bisschen von anderen Schuhen, die so einen hohen Aufbau haben, dass die dann in der Außensohle eher so ein bisschen breiter werden. Gerade von den Nike-Modellen kennt man das, dass die dann nach außen hin breiter werden und dadurch so ein bisschen Stabilität geben. Das hat der Skechers jetzt gar nicht. Der bleibt eigentlich von oben, wenn man drauf schaut, relativ schmal. Und da ist dann auch mal spannend zu sehen, okay, gibt das genug Stabilität, wenn man drin läuft. Wenn man den Skechers dann anhat und darin läuft, dann ist der allererste Laufeindruck wirklich bouncy. Anders kann man es eigentlich gar nicht beschreiben, aber trotzdem auf irgendeine Weise wirklich stabilisierend. Das war auch was viele Nutzer des Max Road 4 angemerkt hatten, dass der Schuh zwar super schön weich und fluffig und dämpfend ist, aber man so ein bisschen instabil darin ist. Und das ist ja auch so eine Diskrepanz, die man durchaus kennt von hoch aufgebauten Schuhen, die so mit maximaler Dämpfung arbeiten. Und genau, dass man dann einfach schön fluffig darauf läuft. Aber irgendwie, man kann es sich ja vorstellen, wenn man so viel Material unterm Fuß hat und quasi wie auf so einem Plateauschuh rumstiefelt, dass es dann auch nicht so einfach ist, da die Stabilität drin zu behalten. Und das bekommt der Max Road 5 wirklich sehr, sehr gut hin. Und man hat nicht das Gefühl, dass man nur ohne Halt in den Schuh einsackt, sondern wirklich nach vorne was wieder rausbekommt und das Abrollverhalten wirklich gut geführt wird. Ein klitzekleiner Nachteil beim Max Road ist noch, dass man zwischen diesen Compartments von der Goodyear Rubber Sohle durchaus mal so einen etwas klumpigeren Dreck sammelt. Nicht unbedingt Steine, aber dass man öfter mal das Gefühl hat, okay, da klebt mir irgendwas unterm Fuß, was da nicht hingehört.
Grundsätzlich ist das vielleicht nicht so das Problem, weil der Schuh eher auf die Straße gehört, aber man ist dann ja doch vielleicht mal auf einem Waldweg unterwegs und da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man nicht dadurch die Stabilität verliert. Insgesamt ist der Maxroad 5 ein super Trainingsschuh für den alltäglichen Gebrauch, vor allem wenn es um viele Kilometer und eher moderates Tempo geht. Da fühlt der Schuh sich wirklich am wohlsten, absolut Halbmarathon und Marathon geeignet. Auch Ultraläuferinnen und Läufer können sich den Schuh mal anschauen. Im Wettkampf, genau, kann man natürlich auch Halbmarathon, Marathon laufen, kommt ein bisschen auf das persönliche Empfinden an, ob man da nicht doch einen etwas direkteren Schuh haben möchte. Der Schuh kann auch durchaus ein bisschen mehr Tempo. Wenn man da jetzt ein bisschen Tempo und Training macht, dann ist das durchaus möglich. Aber grundsätzlich ist der Schuh auf jeden Fall für lange, langsame Läufe ausgelegt, weil da der Ermüdung wirklich vorgebeugt wird durch dieses Bouncy und durch diese carbonverstärkten Leisten. Die Kombination aus diesem sehr, sehr leichten Dämpfungsschaum und den Leisten macht den Schuh wirklich zu einem relativ ungewöhnlichen Modell. Und Läuferinnen und Läufer, die sich im Maxroad 4 nicht so wohl gefühlt haben, da lohnt es sich wirklich dann doch nochmal zum Maxroad 5 zu greifen und das einfach nochmal auszuprobieren. Aber ganz egal, ob man den Maxroad 4 schon mal gelaufen ist oder nicht, der Schuh lohnt sich auf jeden Fall, mal gelaufen zu werden.